Namaste, liebe Yogini, lieber Yogi, schön, dass du da bist. Heute mit einem Video direkt aus dem Yoga-Studio Matsyendra. Und ja, wir wollen heute den Halbmond üben, eine sehr fordernde Asana. Und hinführend zum Halbmond beginnen wir erstmal mit ein paar Kriegerpositionen und dem Dreieck. Und was du brauchst, ist heute auf jeden Fall bequeme Kleidung. Und was super wäre, wäre ein Block, ja, und diesen Block, den kannst du direkt in deine rechte Mattenecke legen. Und wenn du keinen Block besitzt, dann kannst du auch ein dickes Buch nehmen oder vielleicht eine Kaffeepackung, die hat die gleiche Größe. Und da der Halbmond sehr fordernd ist und auch unsere Balancefähigkeit natürlich herausfordert, gebe ich dir den Tipp, wenn du die Möglichkeit hast, vor einer Wand zu üben, ja, dann mach das, räum dir eine Wand frei, lege deine Matte direkt vor die Wand, da kannst du dich dann nämlich während der Position immer wieder auch mal an die Wand lehnen. Ja, dann beginnen wir. Verwurzle dich über deine Füße ganz fest und jetzt erstmal zu Beginn mach ein paar Dehnregel- und Streckübungen, die dir gut tun. Ja. Bau auch dein Gesicht mit ein, zieh das mal ein bisschen zusammen und dann löse deine Gesichtsmuskeln wieder. Und dann lass deine Arme locker nach unten hängen und kreise aus den Schultern. Spür mal, wie sich hier schon Wärme ausbreitet. Aktiviere deinen Körper. Und wir ändern die Kreisrichtung. Du wirst im Halbmond merken, wie aktiv dein Körper wird, dass deine Atmung sich vertieft und intensiviert. Ja, also der Halbmond wirkt super aktivierend auf unser ganzes System. Dann komm in einen hüftbreit bis überhüftbreiten Stand. Leg die Hände in die Taille. Kreise aus den Hüften, geh hier auch ein bisschen in die Knie, ja, bau diese Kniebewegung mit ein. Und ja, der Halbmond stärkt unsere Beinmuskulatur und er mobilisiert unsere Hüften, was du jetzt hier in dieser Kreisbewegung ja auch schon tust. Er dehnt und mobilisiert unsere Hüftbereiche. Ja, dann mach dich bereit. Wir beginnen. Komm in Richtung des Blockes und ja, stell dich am besten so hin, dass du eine Fußlänge, das ist immer ein bisschen individuell nach Größe und Proportionen unterschiedlich, aber ich empfehle mir so eine Fußlänge Abstand zum Block und deine rechte Fußaußenkante schließt hier an der blocklinken Kante ab, sodass es eine gerade Linie gibt. Gut. Und wieder verwurzle dich, finde deinen Stand, finde deine Balance, atme ein, bring die Arme nach oben, lange Arme, aktiviere deine Finger bis in die Fingerspitzen und dann tritt mit links zurück. Komm in den Krieger 1 und spür dich in dieser stabilen Haltung. Lange Arme, Schultern ziehen nach unten. Und du atmest ein und mit der Ausatmung komm in den Krieger 2 und deine Arme ziehen zur Seite. Und mit der Einatmung streckst du dein rechtes Bein. So sind jetzt beide Beine gestreckt und jetzt schau mal deine linke Flanke, linker Hüftbereich, der klappt jetzt nicht so ein, ja, sondern der bleibt offen. Du kannst mal mit der linken Hand gegen dein Gesäß greifen, linke Gesäßhälfte, und hier mal richtig mit dem Gesäß nach hinten zur Hand drücken. Öffnung. Und wir kommen ins Dreieck und wir ziehen mit unseren rechten Fingerspitzen mit dem rechten Arm weit nach vorne, so weit wir können. Und beugen uns dann aus der rechten Taille nach unten. Der Blick geht nach oben und du spürst wieder deine linke
Flanke, deine linke Hüfte und du gibst hier nicht nach. Die Hüfte bleibt lang und geöffnet. Atme ein, komm zurück, komm in den Krieger 2 und jetzt wollen wir gleich unsere Balance aufs rechte Bein verlagern. Mit den rechten Fingerkuppen uns auf unseren Block abstützen und das linke Bein strecken in den Halbmond. Und jetzt kannst du dich vielleicht auch mal gegen die Wand lehnen. Das mache ich jetzt auch mal. Und dann kannst du hier dich nochmal einrichten. Ne? Kannst nochmal deine Hüfte hier etwas nach oben schieben. Deine Position finden, den Blick mal nach oben schicken. Und dann kannst du dich wieder lösen von der Wand, in einen freien Stand kommen. Dann dein linkes Bein, das ist entweder parallel zur Matte und der Fuß geflext. Es gibt aber auch die Variante, dass der linke Fuß gestreckt ist, das linke Bein. Deine linke Körperseite direkt verlängert in einer geraden Linie. Und finde hier einfach deine Position, den Blick, wenn du kannst, nach oben gerichtet. Und du kannst auch mal versuchen, da rate ich dir wieder nach unten zu blicken, deine rechte Hand zu lösen und achte auch darauf, dass du im rechten Knie immer so ein bisschen flexibel bleibst. Ja, dann stehst du ganz frei und schwebst. Und dann löse auf. Zurück in den Krieger. 2, Krieger 1, tritt nach vorne. Ja, und dann komm nach unten, nimm deinen Block und du kannst dich ein bisschen regeln, strecken jetzt, bevor wir die andere Seite üben. Und dann wieder, leg jetzt den Block ins linke Matteneck. Ja, schau, wie ist der Abstand deines linken Fußes zum Block optimal. Denk an deine Körperspannung. Atme ein, bring die Arme nach oben, die Schultern ziehen nach unten und bring dein rechtes Bein zurück in den Krieger 1. Atme tief ein und mit der Ausatmung. Krieger 2, lange Arme. Und einatmen, streck das linke Bein, beide Beine gestreckt und wieder. Kannst du mal so als Test die rechte Hand an die rechte Gesäßhälfte drücken und hier so ein bisschen nach hinten schieben. Unsere Hüfte sinkt nicht ein, ja? Die bleibt hier offen und weit. Und wir ziehen mit den linken Fingerspitzen nach links, werden hier lang. Und beugen uns dann aus der linken Taille nach unten ins Dreieck. Spüren unsere gedehnte rechte Flanke. Atmen ein, kommen wieder nach oben und kommen in den Krieger 2 zurück. Wenn du jetzt den Halbmond unabhängig von diesem Video übst, ja, dann bleib ruhig länger in diesen Positionen. Ich möchte dich heute nur zeitmäßig nicht überbeanspruchen. Deshalb gehen wir etwas schneller durch die Abfolge. Ja, dann bring wieder deine Balance auf den linken Fuß und baue deinen Halbmond auf. Öffne deine Hüfte nach oben. Ja, vielleicht zwischendrin lehnst du dich mal an die Wand, wenn du magst. Finde die richtige Position für dein rechtes Bein. Und dann, indem du im linken Knie flexibel bleibst, komm ins Schweben. Wir kommen zurück über den Krieger 2 in den Krieger 1 und kommen zum Stehen.
Ja, und so jetzt nochmal abschließen. Spür nach, indem du dich regelst, streckst. Nochmal mit den Hüften spielst und kreist. Ja, und dann spür, wie aktiv dein Körper jetzt ist. Wie warm dir jetzt ist. Und wie du tief atmest. Und dann danke ich dir ganz herzlich fürs Mitmachen. Namaste. Mm-hmm.